Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von Might & Magic 7. Da warte ich jetzt schon seit 2-3 Wochen drauf. Denn als Might & Magic 10 die Early Access langsam sich dem Ende näherte, dachte ich mir doch, komm, jetzt musst du doch 7 spielen oder 6 spielen. Oder World of Scene sogar. Aber ich habe mich dann am Ende doch für 7 entschieden, da es auch doch recht viele Extras hat. Also was wie mehr Klassen und aufsteigbare Klassen. Also ein Paladin wird zum Crusader und der Crusader wird zum Hero und was weiß ich. Ja, das macht das Ganze schon mal recht interessant. Dann auch, dass das Ganze einen recht guten roten Faden hat, der leider in 6 Mischen fehlt. Und nur noch andere Sachen wie das Kartenspiel und ein eigenes Schloss, das man aufbaut und so weiter, ist für mich halt mit das abgerundetste Spiel. Deswegen schauen wir hier gleich mal rein. Neu. Und haben hier unsere Gruppe. Jedenfalls eine vorgefertigte Gruppe, aber die wollen wir auf keinen Fall spielen. Neu. Wir wollen nämlich spielen. Also erst können wir auswählen, welche Rasse der Held haben soll, dann welche Klasse, welchen Namen und welche Stimme. Das Stimmenfeature alleine finde ich schon absolut genial. Aber ja, ich stelle mal ganz kurz ein. Los geht's. Ich bin der Mensch. Richtige. Ich würde schon mit. Nimm doch mich. Mensch. Los geht's. Ich komm. Ihr braucht mein. Nimm dich. Ich komm. Da. Na komm schon. Nimm mich mit. Elfe. Ihr solltet. Wie wär's? Ich bin dabei. Geht nicht ohne mich los. Nimm mich. Ich komm. Ihr. Wenn's. Es klappt schon. Und wenn's sein noch muss. Ein Mensch. So, das wären schon mal die Rassen. Du bist nicht Emmanuel, sondern Geogon. Du bist Talana. Du bist Lunanera. Du bist Lay. Jetzt fehlen noch die Klassen. Allgemein, wie bei fast jedem Spiel, wo man 4 Helden zur Auswahl hat, braucht man einen Tank, einen Diebartigen, einen Zauberer und einen Kleriker. So ähnlich werde ich es hier auch handhaben. Du bist die Klerikerin. Dann kommt hier ein Druide, der ersetzt bei uns so quasi den Dieb. Weil ich wollte nicht einen Dieb dabei haben. Diebe sind eigentlich nur dafür da, Fallen zu entschärfen und ein bisschen Schlösser knacken, sowas in der Richtung. Das brauchen wir nicht unbedingt. Zumal der Erdzaubererbaum auch einen Spruch hat, mit dem man Fallen umgehen kann. Deswegen habe ich lieber noch einen Zauberer mehr für ein bisschen mehr Umf. Und allgemein sind Zauberer recht mächtig in diesem Teil von Might & Magic 7. Might & Magic. So, und du als Talana bist natürlich eine Zauberin. So, jetzt kommen die Stimmen. Also, wir brauchen eine Stimme, die zu Gerogon, dem Paladin, passt. Los geht's. Das klingt schon mal gut. Nehmt mich mit. Das klingt auch sehr gut. Ihr braucht mich. Darf ich mit? Nö. Das wird ein Fest zu Diensten. Ich lasse euch nicht im Stich. Nehmt mich, verflucht! Ihr braucht einen starken... Ich bin der Richtige. Los geht's. Ich komme mit. Na los, nehmt mich. Nehmt mich mit. Los geht's. Nehmt mich mit. Ich bin der Beste. Ich glaube, das ist ein bisschen zu arrogant für ein Paladin. Ich komme mit. Der klingt ein bisschen demütig, das müsste okay sein. So, Talana, die müsste jetzt schnippisch und ein bisschen garstig sein. Ich würde schon mitkommen. Das passt schon. Das reicht. Da muss ich gar nicht weiter gucken. Druiden? Ihr solltet mich mitnehmen. Geht nicht ohne mich los. Nehmt mich mit, ich kann euch helfen. Darf ich euch begleiten? Ich bin genau dir... Meinetwegen. Das klappt schon. Ich würde schon mitkommen. Darf ich mit? Ich will sofort mit. Klingt so ein klein wenig trotzig, ja? Oh, ich kann euch helfen. Das klingt gut, aber war es nicht schon ihre Stimme? Darf ich mit? Ich würde schon mitkommen. Nee, das war ihre, okay. Weil ich will nicht, dass die irgendwie ähnlich klingen. Das ist ein wenig zu verwirrend. Und du? Nimm doch mich. Nimm doch mich? Ich würde schon mitkommen. Die hatten wir gerade. Darf ich mit? Na komm schon. Ich kann euch helfen. Ich kann euch helfen? Geht warte. Nicht. Ich kann euch helfen. Nee, die hat sie. Ihr braucht mich. Ihr braucht mich. Warum wiederholst du dich? Nehmt mich mit, ich kann euch helfen. Ich möchte mit. Nehmt mich mit. Wenn's sein muss. Nimm doch mich. Darf ich mit? Ich hab eh nichts vor. Ich würde schon. Es klappt schon. Ja, das müsste okay sein. So, also, wir haben jetzt unsere Gruppe hier. Ein Paladin, der primär die Aufgabe hat zu überleben. Während die Zauberer alle nicht besonders viel auf der Brust haben und schnell umkippen. Denn überlebt der Paladin... hat denn durch seine Kleriker einen Zauber als Paladin die Möglichkeit, die Klerikerin wieder zu beleben und die Klerikerin belebt dann die anderen beiden wieder. Das ist so ungefähr der Plan. Jetzt haben wir noch Fähigkeiten, die verteilen sollen. Jede Klasse hat 2 Standardfähigkeiten festgelegt und noch 2 zur freien Verfügung.
Das heißt aber nicht, dass er nur diese Fähigkeiten einsetzen kann. Im Laufe des Spiels kann man noch recht viele weitere Fähigkeiten dazulernen. Kostet halt nur ein bisschen Gold und das hat man am Anfang nicht. Also sollten wir schon so ungefähr wählen, dass es auch Sinn macht. Bei Gerugon wäre das ein Schild und Leder. Weil dann fängt er auch gleich mit einem Schild und einem Lederharnisch an, was ganz praktisch ist. Talana bekommt Wassermagie, denn Wassermagie ist sehr wichtig, dass man es auf Großmeister kann. Allgemein bei Fähigkeiten gibt es die Stufe Normal, dann Experte, Meister und Großmeister. Und nicht jede Klasse kann alles auf Großmeister bekommen. Wäre ja auch langweilig. Sondern Druide kann keine Zauber auf Großmeister bekommen. Dafür kann er sowohl Zauber als auch Kleriker-Zauber sprechen. Das ist halt sein Vorteil. Das heißt, sie ist die Einzige, die elementare Großmeistersprüche sprechen kann. Und gerade beim Wasser gibt es da doch einen recht praktischen Spruch, den ich später haben will. Also wird sie sich auf Wasser konzentrieren und bekommt dazu noch Erkennen. Erkennen ist Identifizieren von Gegenständen, was auch sehr praktisch ist. Die Druidin bekommt Alchemie, denn als Druide ist sie die einzige Klasse, die Alchemie auf Großmeister bekommen kann und damit die besten Tränke mischen kann. Schon mal sehr schön. Und dann noch Meditation. Meditation sorgt dafür, dass sie mehr Mana hat. Das sollten später eh alle lernen. Aber ja, sie hat jetzt schon mal anfangen, hat ein bisschen mehr Mana zum Verbraten. Und die Klerikerin bekommt Feilschen. Denn Kleriker sind die einzige Klasse, die Feilschen auf Großmeister haben kann. So ein kleiner Seitenhieb an die Kirche wahrscheinlich. Und dazu bekommst du noch Seelenmagie. Geistesmagie wird sie auch noch später bekommen, aber das passt schon soweit. Und jetzt haben wir noch 50 Attributspunkte zum Verteilen. Allgemein dabei zu beachten, also in unserer Gruppe nicht wirklich wichtig, weil wir primär Menschen spielen, aber bei den anderen Rassen, da gibt es Attribute, die man schneller steigern kann oder schwerer. Also wir haben jetzt 50 Punkte. Wenn ich einmal Intellekt bei der Elfe steigere, kriegen wir für einen Punkt 2 Punkte, weil Elfen halt besonders intelligent sind. Wenn wir es aber versuchen würden, Ausdauer zu steigern, kostet es 2 Punkte und wir kriegen nur einen. Das ist dann ein wenig unpraktisch. Aber ich will es trotzdem erhöhen, damit sie alle einigermaßen gleichen Wert haben. Außer halt er kriegt noch ein paar mehr, damit er später länger stehen bleibt. So, was ist noch wichtig? Wichtig ist ebenfalls, dass die Kleriker einen möglichst hohen Charisma hat. Denn Charisma ist für die klerikalen Zauberer der Mana-Pool. Je höher die Charisma, desto mehr Mana. Der Druide ist ja eine Mischung aus Zauberer und Kleriker. Deswegen zählt bei ihm die Hälfte Charisma und die Hälfte Intellekt. Intellekt ist also für die Zauberer wichtig. Ich sollte mir einen Namen ausdenken als Zauberer. Die Zauberer-Magieschule? Die Elementar-Magieschule. Ja, das macht mehr Sinn. Also ja, die Elementarmagier, die nehmen halt ihr Mana-Pool aus dem Intellekt. Das heißt, sie muss Intellekt steigern. Sie steigert Intellekt einfach nur so hoch, weil es schön billig bei ihr ist. Und dann auch noch ein bisschen Charisma. Du baust nur Charisma. So, 20, 20 und 15, 20. Das müsste reichen für die Zauberer. Du bekommst noch ein bisschen Stärke, damit du im Nahkampf auch gut Schaden machst. Ein wenig mehr geschickt, damit du besser ausweichen kannst und öfters triffst. 6 Punkte. Noch mehr Intellekt. Und nochmal Ausdauer für alle Zauberer. Jo, ich würde sagen, die Stimmen hatten wir alle soweit gemacht, ne? Na los, nehmt mich mit. Ja, die Stimmen hatten wir alle. Okay, damit wäre unsere Gruppe fertig. Allgemein noch ein paar Sachen jetzt zu dem Spiel an sich. Also wie ich spielen werde. Denn man kann bei Might and Magic 7 und auch bei 6 und 8, das war es eigentlich schon, recht schnell recht mächtig werden, wenn man weiß, was man tut. Also das Spiel ist so aufgebaut, dass man sehr früh entscheiden kann, wo man hin will. Also man könnte nach einer halben Stunde Spielzeit, wenn man von der Newbie-Insel runter ist, sofort in das schwierigste Gebiet überhaupt laufen und versuchen, da ein bisschen was zu machen. Und das klappt sogar gar nicht mal so schlecht, wenn man die Gegner nicht angreift, sondern einfach nur rumläuft und Hufeisen, Gold einsammelt. Und wenn man das eine Weile gemacht hat, dann geht man zurück in das Startgebiet quasi und ist dann tierisch reich, kann sich super viel Ausrüstung holen. Das ganze Spiel ist total einfach. Das will ich nicht unbedingt machen. Also gerade am Anfang, ich denke mal die ersten 10, 20, 30 Folgen, werde ich richtig schön Schritt für Schritt ein Gebiet nach dem anderen machen. Und wir werden erst in das nächste Gebiet rübergehen, wenn wir die wichtigen Dungeons abgehakt haben.
so dass da so ein richtiger Spielfluss drin ist und nicht Powergaming hin und her gespringe, um alles möglichst effektiv, möglichst schnell zu schaffen. Dafür ist mir das Spiel einfach zu schade. Ich will da auch nichts überspringen, es soll alles schön nach und nach gemacht werden. Aber gut, unsere Gruppe steht. Wir starten jetzt das Spiel. Das heißt, es gibt ein kleines Intro-Video, was ich auch sehr praktisch finde. Denn bei dem Vorgänger gab es zwar auch ein Intro-Video, aber das fand ich sehr konfus. Wenn dann Brunnen reinspringt und woanders rauskommt, wo man reinkommt und dann wird jemand angesprochen mit einem Namen, als wenn man ihn kennen müsste, und das ist für mich nicht wirklich eine gute Einleitung in ein Spiel. Hier ist wirklich ein richtig schön roter Faden, man weiß, wer man ist, man weiß, wo man hin will, da wird so ein bisschen bei der Hand genommen. Aber nicht so viel wie bei modernen Spielen, also es ist ein richtig schöner Ausgleich, finde ich. Aber genau, genug Lobpreisung, wir wollen jetzt das Intro sehen und dann sehen wir uns gleich im eigentlichen Spiel wieder. Also bis denne. Hört, hört! Der große Wettbewerb auf der Smaragdinsel beginnt. Die Liste der Gegenstände wurde bereits unter den Bewerbern verteilt. Wie ihr wisst, erhält der Sieger das Recht an Schloss Harmony und dessen Land. Seid vorsichtig, die Smaragdinsel kann gefährlich sein. In der Nacht sind drei Bewerber verschwunden und wir fürchten um ihre Sicherheit. Haltet bei der Suche ein Auge nach den vermissten Bewerbern offen. Wenn ihr einen Ausrüstungsgegenstand in den Wäldern findet, so kehrt schnell mit diesem Hinweis zurück. Das könnte ihnen das Leben retten. Es geht das Gerücht um, dass ein Monster auf der Insel sein Unwesen treibt und sich wahrscheinlich in einer der Höhlen versteckt. Wenn ihr eine unbekannte Höhle entdeckt, geht nicht hinein. Schickt jemanden zurück in die Stadt, damit die Wachen die Untersuchung übernehmen können. Wir wollen nicht, dass noch jemand verletzt wird. Und noch etwas. Wir haben eine Meldung, dass es sich bei dem Monster um einen Drachen handeln könnte. Wenn ihr ihn seht, rennt um euer Leben. So, jetzt werden wir im richtigen Spiel. Wie wir von dem Intro entnehmen konnten, sind wir eine Heldengruppe, die auf den Smaragdinseln ist, um hier an dieser Schnitzeljagd teilzunehmen. Und der Preis der Schnitzeljagd ist nicht weniger als ein ganzes königliches Anwesen. Also eine Burg mit den samt umliegenden Dorf und Ländereien. Was ganz schön viel ist dafür, dass man nur ein paar Gegenstände finden muss. Und welche wir suchen müssen, das blinkt hier in unserem Auftragsbüchli. Also, wir brauchen einen roten Trank, eine Muschel, einen Langbogen, eine Bodenfliese, ein Musikinstrument und einen wertvollen Hut. Okay, ne? Und neben uns sind halt noch andere Abenteurer hier auf der Insel, die ebenfalls versuchen, die Sachen zu finden. Eine Gruppe ist halt schon verschollen gegangen, die drei Jungs, die man im Intro gesehen hat. Aber auch noch andere Gruppen sind unterwegs. Mit denen kann man auch Handel treiben und das finde ich richtig schön gelöst. Aber ja, wir haben anbei noch diesen NPC. Und sie wird uns nach und nach zu den Gebäuden was sagen. Aber da gibt es einen kleinen Haken. Zum einen kenne ich die ganzen Gebäude schon. Ich glaube, ich kann sie ein bisschen schneller erklären als sie. Und auch passender. Und sie erzählt es jedes Mal, wenn man an den Gebäuden vorbeigeht. Und das ist doch ein wenig lästig. Also, willkommen auf der Smaragdinsel. Mein Name ist Margaret. Und ich würde während eures Aufenthalts eure Führerin sein. Tour aus. Ihr wollt also keine Informationen über die Orte der Smaragdinsel erfahren? Nö, wollen wir nicht. Was kannst du über den Wettbewerb sagen? Die Regeln des Wettbewerbs sind sehr einfach. Die ersten, die alle Gegenstände zusammen haben, sind die Gewinner. Alles, was ihr tun müsst, ist einen wertvollen Hut und so weiter zu finden. Oh, und einige Bodenfliesen aus dem Tempel des Mondes aufzutreiben. Das war sie, Bodenfliese, okay. Und alles dem Schiedsrichter vorzulegen, damit dieser euren Sieg erklären kann. Ja, das wollen wir auch tun. Aber erst einmal etwas zum Interface. Wir haben hier unsere Helden. Je nachdem, wie deren Zustand ist, sinken dann die Lebenspunkte, die Mana-Punkte oder man sieht beim Porträt wirklich, was passiert ist. Also wenn jemand versteinert ist, wird er halt ganz grau oder wenn er krank ist, dann sieht man das an seiner Mimik und so. Alternativ sieht man auch die von uns gesprochenen Sprüche hier. Also Verteidigungssprüche oder Haste, Federfall, sowas alles. Das heißt, man hat recht schnell in einem Blick, was gerade Sache ist und muss nicht in irgendwelchen Menüs rumklicken, was ich sehr entspannend finde. Und unsere Helden selber
sehen ein wenig anzüglich aus, würde ich sagen. Ja, doch, definitiv. Aber es macht Spaß, die Charaktere so auszurüsten. Also nach und nach die Rüstung, weil man wirklich sieht, wie sie am Körper auch aussehen und nicht nur irgendwelche Icons im Inventar sind. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich die Serie so mag. Also ein kleiner Grund, definitiv, aber ist ein schönes Detail. Da hat man mehr eine Verbindung zu den Charakteren. So, das heißt, jeder Charakter hat seine Startausrüstung, die ziehen wir mal an.